Schönen guten Morgen, eine neue Woche, frisch, fromm, fröhlich, frei in die Statistik. Und wir hatten noch eine Aufgabe ausstehen, nämlich die, na, wo sind wir? Effizienz unseres arithmetischen Mittels. Aus der Menge der linearen unverzerrten Schätze. Was waren die linearen unverzerrten Schätze nochmal? Das war unsere gewichtete arithmetische Mittel. Alpha i xi mit Summe Alpha i gleich 1. Das war also das gewichtete arithmetische Mittel. Naja, Effizienz heißt, Schätzer mit minimaler Varianz. Naja, wenn das das Ziel ist, die Varianz zu minimieren, dann schreiben wir uns mal die Varianz von T auf, also die Varianz von der Summe i gleich 1 bis n Alpha i xi. Was können wir da machen? Die xi sind alle unabhängig voneinander. Xi identisch unabhängig verteilt. Wenn das der Fall ist, dann können wir natürlich die Summe auch nach draußen schreiben. Also ist das die Summe der Varianzen von Alpha i xi i gleich 1 bis n. Was konnten wir nochmal mit einem Vorfaktor machen? Die Alphas sind Gewichtungsfaktoren bei einer Varianz. Das sind immer wieder die gleichen Rechenregeln, die wir anwenden. Varianz von ax ist gleich a Quadrat mal die Varianz von x. Quadratische Abweichung heißt, der Vorfaktor geht quadratisch raus. Also Summe Alpha i ins Quadrat, i gleich 1 bis n, die Varianz von xi. Wir sind aber wieder identisch unabhängig verteilt. Damit ist die Varianz von x1, Varianz von x2, Varianz von x2 sind alles die gleichen, wenn die der gleichen Verteilung folgen. Damit ist das aber gerade Sigma Quadrat. Also kriegen wir insgesamt Alpha i Sigma Quadrat i i gleich 1 bis n. Das Ding wollen wir minimieren. Das oder das hier, also minimiere die Varianz. Das heißt, das Optimierungsproblem lautet,
minimiere Summe Alpha I Sigma Quadrat I gleich 1 bis N unter der Nebenbedingung. Dass eben alle Gewichtungsfaktoren gerade gleich 1 sind. Gleich 1, I gleich 1. Bis N. Naja, über was optimieren wir? Verändern können wir hier unsere Gewichtungsfaktoren. Das heißt, unsere Alpha I, über die minimieren wir das Ganze. Was machen Sie bei solch einem Problem? Unter Nebenbedingungen. Wo haben Sie sowas schon ein paar Mal gemacht? Böse Sachen kommen immer wieder. An sich machen wir das andauernd in der Ökonomie. Es geht immer darum, irgendwelche Größen zu verändern und dummerweise sind wir, wenn wir wirtschaften, immer gewissen Restriktionen ausgesetzt. Vergleiche zum Beispiel U von x1, x2 gleich x1 hoch Alpha, x2 hoch 1 minus Alpha unter der Nebenbedingung m gleich p1 x1 plus p2 x2. Sagt Ihnen das noch was? Das ist Nutzen, Maximierung unter Budgetrestriktion. Was haben Sie da gemacht, um das formal zu minimieren, optimieren? Sie haben die sogenannte Lagrange-Funktion aufgestellt. L ist x1 hoch Alpha, x2 hoch 1 minus Alpha plus Lambda mal m minus p1 x1 minus p2 x2. Denn das Schöne ist, wir addieren hier sinnvollerweise eine 0. Das versuchen Sie jetzt bitte auf unser Problem zu übertragen. Wie lautet dann bei uns die Lagrange-Funktion? Das hier ist unsere Zielfunktion gewesen. Was ist jetzt unsere Zielfunktion? Naja, wir wollen unsere Varianz minimieren. Haben wir uns dann von den Rechenregeln her herausgefunden, dass das diese Summe hier ist. Also Summe Alpha I Quadrat Sigma Quadrat I gleich 1 bis N plus Lambda. Was ist unsere Nebenbedingung? Unsere Nebenbedingung ist das hier. Wie können wir die umschreiben? Die können wir umschreiben als 1 minus Summe I gleich 1 bis N Alpha I ist gleich 0. Na, unsere Alpha I sind jetzt in dem Sinne unsere x1, x2 aus der Nutzenfunktion. Und unser 1 ist unser Budget. Und unsere Summe Alpha I ist unsere Ausgaben P1 X1 plus P2 X2. Ich hoffe, dass Sie da die Äquivalenz sehen. Also 1 minus Summe Alpha I, I gleich 1 bis N.
Ja, und das ist eben, ich schreibe es mal hier ausführlich hin, dann eine Funktion von Alpha 1, Alpha 2 bis Alpha n und Lambda. Was machen wir damit, wenn wir das optimieren möchten? Was haben Sie mit dieser Lagrange-Funktion gemacht? So lange her? Und wonach? Laut. Genau, also die hier würden wir jetzt nach x1 und x2 und Lambda ableiten und unsere Funktion dann. Sigma können wir nicht ableiten. Ne? Das ist die Varianz der einzelnen xi. Das ist eine feste Zahl, sondern wir haben hier noch den Lagrange-Parameter Lambda. Das heißt, die Alpha i, unsere Gewichte, sind unsere Variablen und unsere Lagrange-Parameter. Das heißt, wir leiten das Ding ab, dl nach d Alpha i. Was ist davon die Ableitung? Da schreiben wir uns das vielleicht mal hin, was das hier ist. Summe i gleich 1 bis n, Alpha i Sigma Quadrat ist Sigma Quadrat, Alpha 1 Quadrat, Alpha 2 Quadrat, Alpha 3 Quadrat plus Alpha n Quadrat. Und was ist das hier? Nach Alpha 1 abgeleitet. Naja, x Quadrat abgeleitet nach x ist. Ja, 2x und Alpha Quadrat nach Alpha abgeleitet ist dann, wenn noch ein Sigma davor steht oder das Sigma Quadrat davor steht, das eine feste Zahl ist. Quadrat, genau. Also ist 2 Alpha i mal Sigma Quadrat. Ja, und dann sehen wir aber, hier steckt das auch noch drin. Ja, das ist aber nichts anderes als Alpha 1 plus Alpha 2 plus Alpha 3 plus Alpha n. X nach x abgeleitet ist laut 1, wenn eine Lambda davor steht. Ein Lambda. Also, dann haben wir hier noch ein Minuszeichen. Also minus Lambda ist gleich 0. Naja, das gilt natürlich für alle Alpha i. Ne? Ich schreibe jetzt da nicht nach Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3 alles hin, sondern das sehen Sie, glaube ich, dass das für alle gilt. Also kriege ich für alle Alpha i gilt Alpha i gleich Sigma Quadrat mal Lambda geteilt durch 2. Ups, ein Alpha i. So. Ja, also ich stelle das hier um. 2 Alpha i Sigma Quadrat, ups, durch Sigma Quadrat. Ich
stelle nach Lambda, ich stelle um. 2 Alpha I Lambda Quadrat ist 2 Alpha I Sigma Quadrat ist gleich Lambda und dann teile ich durch 2 Sigma Quadrat. Das hier ist aber unabhängig von dem Index I. Das heißt, alle Alpha I müssen gleich sein. Wenn aber alle Alpha I gleich sein müssen und gleichzeitig in der Summe gleich 1 sein müssen, dann kriege ich, dass das ein Alpha I alleine was sein muss und gleichzeitig muss Summe Alpha I gleich 1 dann muss jedes einzelne Alpha I was sein? Welche Zahl n mal aufsummiert ist gleich 1? Jo. Durch I. Hier steht I gleich 1 bis n. Also habe ich Alpha 1 plus Alpha 2 plus Alpha 3 plus Alpha n ist gleich 1. N mal. Dann muss jedes einzelne Alpha was sein? Welche Zahl n mal aufsummiert ergibt gleich 1? Der Anfang der Woche. 1 durch n, oder? 1 durch n plus 1 durch n plus 1 durch n. Also Alpha i gleich 1 durch n. Denn 1 durch n plus 1 durch n plus 1 durch n, das ganze n mal ist gleich n mal 1 durch n gleich 1. Damit ist x quer gleich 1 durch n, Summe xi, effizienter Schätzer für μ, was zu beweisen war. Das ist meiner Ansicht nach ein ganz nettes Beispiel, mal, wo wir in dem Sinne ein Konzept, was Sie aus den anderen Grundvorlesungen kennen, hier mit anwenden. Okay. Zu schnell war, dann bleibe ich noch mal kurz da. So, die anderen theoretischen Aufgaben, 7, 8 und sowas, das lassen wir mal hier an der Stelle weg, weil ich, wie gesagt, auch noch eine Sitzung habe, wo es ausfällt. Und machen dann jetzt in dem Sinne mit den Anwendungen weiter, was wir letztes Mal angefangen haben, nämlich den Konfidenzintervallen. Und dort hatten wir eben uns dann gefragt, wir haben eine Stichprobe und aus dieser Stichprobe können wir jetzt eben die Varianz schätzen
beziehungsweise den Mittelwert schätzen. Und dann geben wir uns eine Wahrscheinlichkeit vor, häufig 90%, 95%. Und dann fragen wir, wie groß ist das Intervall über, zum Beispiel symmetrisch gesehen bei zweiseitigen Plus, Minus um unseren gemessenen Mittelwert herum, wenn dieses Intervall mit 25-prozentiger Wahrscheinlichkeit den wahren Parameter, auf den haben wir es ja abgesehen, wenn wir eine Umfrage machen, wenn wir eine Stichprobe ziehen, überdeckt. Und da hatten wir noch eine grundsätzliche Restriktion, dass wenn wir eine endliche Grundgesamtheit haben, dadurch, dass wir dann ja Einzelne herausziehen bei einer Befragung, das ist dann die Problematik bei Ziehen mit Zurücklegen. Jemanden, den ich schon befragt habe, den kann ich ja nicht in dem Sinne zurücklegen und dann nochmal befragen, dann befrage ich die gleiche Person. Deswegen sollte man grundsätzlich auch immer gucken, dass die Grundgesamtheit kleiner, dass die und meine Stichprobe kleiner ist als 5% der Grundgesamtheit. Und wenn ich eine relativ große Stichprobe habe mit n größer 30, kann man sich als Faustregel merken, dann kann ich tatsächlich die Normalverteilung zugrunde legen. Ansonsten muss ich die sogenannte T-Verteilung zugrunde legen. Und als Schätzer für die Varianz nehme ich unseren erwartungstreuen Schätzer, wo wir diesen Vorfaktor 1 durch n minus 1 entwickelt hatten. Wenn wir eben eine Stichprobe haben, die größer ist als 30, dann wissen wir wiederum, wir können relativ gut abgeschätzt die Normalverteilung zugrunde legen, um jetzt nicht immer jede einzelne Normalverteilung ausrechnen zu müssen. Nehmen wir dann unsere Standardisierung, die wir vorher schon gemacht haben, dass wir nämlich sagen können, dass unsere Variable z x minus μ durch Sigma, dass die wiederum standardnormal verteilt ist. Und damit kriegen wir dann als Formel für das Konfidenzintervall x quer unseren ermittelten Mittelwert plus minus z, unseren normal verteilten Wert, der ist jetzt eben abhängig von unserer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit. Abhängig von der vorgegebenen Wahrscheinlichkeit. Zum Beispiel 95% plus minus hieß dann eben, z ist 1,96. Haben wir schon ein paar Mal gehabt. Mal Sigma quer, unsere geschätzte Varianz, geteilt durch Wurzel n. Und dieser Faktor Wurzel n, der kam von dem Aspekt, dass der Mittelwert eben mit einem Faktor Wurzel n immer genauer um den wahren Wert herum streut. Das hatten wir auch gezeigt. Wenn wir eben kleiner als 30 sind, dann müssen wir die studentische T-Verteilung zugrunde legen. Das Konzept bleibt aber das gleiche. Wir standardisieren genauso wie vorher und haben dann eben jetzt nicht z ist gleich, na, x minus μ geteilt durch Sigma, sondern in dem Sinne bezeichnet man das Ganze dann eben mit t ist gleich x minus μ geteilt durch Sigma. Und für das z ersetzen wir jetzt einfach den bestimmten Wert aus der T-Verteilung.
Nicht überraschend ist es, dass diese T-Verteilung dann langsam, je größer wir werden, immer besser an die Normalverteilung herangeht. Auch das folgt wieder aus dem zentralen Grenzwertsatz. Ich habe jetzt Ihnen hier mal ein paar T-Verteilungen mitgebracht. Für T gleich 1 wäre es die unterste Kurve und die schwarze Kurve. Das ist unsere Standard-Normalverteilung und da sehen Sie, dass wir, je größer wir n wählen, immer näher an die Normalverteilung heranrücken. Aber grundsätzlich müssen wir sagen, grundsätzlich ist bei der T-Verteilung oder sind, ja, noch besser haben, bei der T-Verteilung die Ränder höhere Wahrscheinlichkeits Massen. Hier zumindest, dass Sie es mal gesehen haben, wie die Verteilungsfunktion der T-Verteilung aussieht. Etwas komplizierter als bei der Normalverteilung. Das hier ist die sogenannte Gamma-Funktion, die interpoliert für reelle Zahlen die Fakultätsfunktion n mit diesem Ausrufezeichen. Also da kann man sich in dem Sinne das auch wieder daher motivieren. Dieses einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünf und so weiter, das kommt immer wieder dann zutage in der Statistik, wenn wir irgendwo was abzählen und wir wollen das Ganze jetzt eben auf stetige Variablen übertragen. Das heißt, da brauchen wir dann eben auch irgendwo einen Wert für 1,5. Da können wir jetzt schlecht hinschreiben, 1 mal 1,5 oder so etwas. Aber das ist dann eher theoretische Mathematik an der Stelle. Erwartungswert, Standard T-Verteilung 0 und die Varianz n durch n minus 2. Insbesondere benutzen wir das Ganze, wenn wir die Varianz noch nicht kennen oder wenn wir unterschiedliche Stichproben miteinander verteilen wollen oder in der linearen Regression, weiß ich, ob Sie das schon in anderen Veranstaltungen gemacht haben, wir werden uns zumindest deskriptiv hier noch mit der linearen Regression auseinandersetzen, dann schätzen wir ja über die lineare Regression gerade zum Beispiel den Steigungsparameter und dann kann man dort auch wiederum zeigen, dass dieser Steigungsparameter selbst T verteilt ist. Ja, dann wollen wir mal zwei Beispiele, einmal für die Normalverteilung und einmal für die T-Verteilung machen. Mal ein bisschen kleiner, damit ich Platz habe. So. Brauchen wir dazu auch noch die Werte aus den Tabellen? Holen wir uns die mal schnell. Da sind wir. Und
T-Normalverteilungstabelle. Also. Größer. So, wir haben eine normal verteilte Population, n größer 30. Das heißt, wir können die Normalverteilung zugrunde legen. Die Grundgesamtheit soll 100.000 sein. Wir haben also jetzt hier eine Zulieferer von den Autofirmen, die produzieren Reifen und deren Laufleistung soll überprüft werden. Wir ziehen also aus unserer Produktion von 100.000 Reifen eine Stichprobe von n gleich 625 und stellen fest, wenn wir die einfach mal irgendwo, weiß ich nicht, auf dem Nürburgring oder Hockenheimring Runden fahren lassen und testen, dann kommen die auf eine durchschnittliche Laufleistung von 36.000 Kilometern bei einer Standardabweichung von 4.800 Kilometern. Naja, als erstes können wir sagen, klein n durch groß n. Im zweiten wollen wir dann auch 2.500 nehmen. Wäre 625 durch 100.000 und auch 2.500 durch 100.000 sind kleiner als 5%. Das heißt, von der her können wir einen Haken dahinter machen. Wenn ich nicht näher irgendwo was in Aufgaben spezifiziere, dann können Sie diese Annahme immer als gegeben und erfüllt annehmen. Als erste Frage, welches Intervall überdeckt nun die tatsächliche Laufleistung unserer Grundgesamtheit, von der wissen wir ja nicht. Wir haben nicht alle 100.000 Reifen gemessen mit einer Wahrscheinlichkeit von 95%. Was machen wir dafür? Gehen wir in unsere Formel, haben hier die Formel für das Konfidenzintervall, klaue ich mal so. Das können wir wieder wegmachen. Und müssen jetzt also diese beiden Grenzen wieder nicht. So. Nennen das die untere Grenze und das hier die obere Grenze. Also bildlich wollen wir genau diese Fläche hier bestimmen. Hatte ich letztes Mal in der Vorlesung schon genannt. Also diese Fläche
Das sollen unsere 95% sein. Habe ich da noch das alte Bild? Mal gucken. Hier drin. Nee. Leider nicht. Dann gehen wir mal in die alte Vorlesung. Ups, da müsste das drin gewesen sein. Da haben wir es. Bisschen größer noch. Kann man noch nicht sehen. Das heißt, für die Aufgabe 1 gerade dieses Intervall brauchen wir. Oder wenn Sie in die Tabelle gehen möchten, 95%. Finden wir eben gerade hier die 0,975, also 97,5 in der Verteilungsfunktion der Normalverteilung. Das heißt, von hier bis zu der 1,96. Dort wäre die Wahrscheinlichkeitsmasse 97,5 und dann wissen wir, dass dieses Eck hier an der Seite noch 2,5% sind. Naja, und dann müssen wir eben einfach einsetzen. Für die Aufgabe 1 hätten wir dann Theta U ist gleich x quer minus z. Mal Sigma hat durch Wurzel n, also 36.000 plus 1,96 mal 4.800 geteilt durch Wurzel aus 625. Und da kommt raus ungefähr 35.623 und für Theta O kriegen wir x quer plus z mal Sigma hat durch Wurzel n gleich 36.000 plus, Entschuldigung, da habe ich ja ein Minus. Da war ein Minus. Und hier ein Plus 1,96 4.800. Und das sind ungefähr 36.000. 376. Nehmen wir die drei mit. Und für die Aufgabe C auch nochmal. So. Zweitens, was ändert sich? Nicht viel.
Was passiert zum gleichen Konfidenzlevel von 95%, wenn wir die Stichprobe von 625 auf 2500 erhöhen? Naja, das Einzige, was sich in unserer Formel ändert, ist die Stichprobengröße. 625 auf 2500. Einzig n ändert sich von n gleich 625 auf n gleich 2500. Preisfrage: Wird das Konfidenzintervall jetzt größer oder kleiner? Das wird kleiner, genau, weil wir teilen jetzt ja durch eine größere Zahl. Konfidenzintervall wird kleiner, da wir durch eine größere Zahl teilen. Das heißt, wir kriegen jetzt Theta U ist gleich 36.000 plus, minus, Entschuldigung, minus 1,96 mal 4.800 geteilt durch Wurzel aus 2.500. Also während wir vorhin durch 25 geteilt haben, teilen wir jetzt durch 50. Und Theta O 36.000 minus plus 1,96 mal 4.800 geteilt durch Wurzel 2500. Und das sind, habe ich schon mal ausgerechnet, ich nicht alles tippen muss, 35.811 und 36.188. Das heißt, unsere Verteilung sieht jetzt in dem Sinne so aus. Das sind unsere x² 36.000 und dann sind wir hier bei 35.811 und hier bei 36.188 und das hier wären unsere 95%. Ja, war vielleicht etwas schnell. Entschuldigung. Okay. So, drittens, was ändert sich, wenn wir die Ausgangsgröße der Stichprobe bei 625 belassen, wenn wir aber auf ein Konfidenzlevel von 99% gehen? N gleich 625 erhöhe Konfidenzlevel auf von 95
auf 99%. Welche Größe ändert sich dann in der Formel für unser Konfidenzintervall? Genau. Dann neuer Z-Wert. Und der wäre jetzt wie groß? Wenn Sie unten schauen, das habe ich Ihnen da schon mitgebracht. Prozent soll wieder unser symmetrisches Intervall abdecken. Ja. Jawohl. Dann sind wir hier. Dann z gleich 2,58 oder gehen wir in unsere Tabelle, machen das mal in grün, dann sind wir eben hier hinten bei, na, grün wollte ich doch, so. 99,5 muss wieder die Verteilungsfunktion sein, denn jeder der beiden Ränder muss ja 0,5% haben. Also das müssen Sie sich immer merken, ob wir einseitige oder zweiseitige Konfidenzintervalle betrachten. Wenn Sie zweiseitige betrachten, müssen beide Ränder eben zusammen so viel Wahrscheinlichkeitsmasse haben, dass Sie damit dann bei 1 minus zu dem Konfidenzlevel kommen. Das heißt, schreiben wir das vielleicht mal dahin. Z 99% für zweiseitiges Intervall und dann machen wir das hier rot. Z 95% für zweiseitiges Intervall. Ja, und dann setzen wir eben ein. Das heißt, Theta U wäre 36.000 minus 2,58 mal 4.800 geteilt durch Wurzel 625. Und Theta O 36.000 plus 2,58 mal 4.800 durch Wurzel aus 625. Und was habe ich da für Zahlen ausgerechnet? Ach so, genau. Jetzt intuitiv, bevor wir das eintippen, wird das Intervall größer oder kleiner gegenüber jetzt hier Teilaufgabe 1. Wird größer, ne? Weil wir müssen ja mehr Wahrscheinlichkeitsmasse reinpacken. Und das, so trivial das jetzt an der Stelle klingt, das wäre wirklich schön, wenn Sie das in dem Sinne verinnerlichen. Okay, was soll ich ausrechnen? Und wenn dann so eine aufbauende Aufgabe da ist, wo ich ein oder zwei Parameter dann ändere, dass Sie eben dann, wenn Sie es zwei, drei, vier Mal vorher geübt haben, sich dann eben auch Gedanken machen, na, ich gebe jetzt nicht nur stupide irgendwo Zahlen ein, drück Enter und das wird schon stimmen, was rauskommt, sondern dass Sie sich überlegen, wo soll denn die Reise hingehen? Ja? Denn vertippen oder bei den Eingaben in Software, das kann immer passieren und dann sollte man eben nachher wissen, okay, da muss jetzt tatsächlich die Grenze weiter unten liegen als in Teilaufgabe 1 und die obere Grenze muss weiter oben liegen als in Teilaufgabe 1. Und wenn das nicht der Fall ist bei Ihrem Ergebnis, dann muss man eben nochmal gucken und das Ganze überprüfen. Also, das wären 35.500
504 und das 36.495. Das heißt, wir kriegen jetzt hier ein Konfidenzintervall, was anschaulich so aussieht. 35.504, 36.495. Okay, jetzt gehen wir zu einer kleineren Stichprobe über, n gleich 30. Was machen wir? Wir befragen Sie, und zwar relativ viele Studierende gehen, um sich ihren Lebensaufenthalt zu verbessern, arbeiten nebenher und dann fragen wir diese Studierenden mal. Wir wissen, wir haben, glaube ich, 5.000 bis 6.000 Studierende. Ich habe mal hier 6.000 angenommen. Das wäre unsere Grundgesamtheit. Und wir machen eine Umfrage bei 16 Leuten. Wie viel arbeitet ihr denn? Und dann soll ein Mittelwert von 18,36 Stunden herauskommen mit einer Standardabweichung von 3,42. Und jetzt wollen wir wissen, zu einem Konfidenzlevel von 90%, wie groß ist das zugehörige Konfidenzintervall? Das heißt, jetzt müssen wir hier Übergang zur T-Verteilung. So, wo hatten wir die T-Verteilung? Da hatten wir diese. Größe für das Konfidenzintervall. Ja. So, was haben wir schon? Standardabweichung haben wir, Stichprobengröße mit 16 haben wir und den Mittelwert haben wir auch. Stellt sich noch die Frage, was ist jetzt unser T-Wert? Das heißt, hier müssen wir in unsere Tabellen reingehen. Wo haben wir die T-Verteilung? Hier klaue ich mir das auch. So groß brauche ich es gar nicht. Na, da haben wir es. Mit n minus 1 Freiheitsgraden kommt daher, weil wir eben mit x quer unseren einen Parameter haben. Das heißt, wir müssen bei 15 schauen. N minus 1. Na. N minus 1. Freiheitsgrade
gleich 16 minus 1 sind 15. Und zu 90% allerdings wieder zweiseitig. Das heißt, wir gucken nicht bei 0,9 nach, sondern brauchen jeweils wieder 5% Wahrscheinlichkeit rechts und links und brauchen damit wieder den Verteilungswert von 95%. Und den haben wir hier oben gegeben, also 1,75. Zweiseitiges Intervall für 95%, 90%, sorry. 90% Konfidenz. Niveau. Machen wir uns da auch wieder unser Bild dazu. Die T-Verteilung dass wir die Grenzen jetzt eben bestimmen müssen, 1,75 und minus 1,75. Und das wäre eben zu T15, weil wir hier eine Stichprobengröße von 15 haben. Und das ist jetzt eben unterschiedlich zur Normalverteilung hier. T-Verteilung ist von der Stichprobengröße 15 abhängig. Naja, und dann setzen wir eben ein. Theta U wäre dann, was haben wir, 18,36 minus 1,75 mal 3,42 geteilt durch Wurzel aus 16 und die obere Grenze wären 18,36 minus plus 1,75 mal 3,42 geteilt durch Wurzel aus 16 und das sind ungefähr 16,86. Und das sind ungefähr 19,85. Das heißt, für unsere Verteilung nachher geht das Ganze, oder nee, das brauchen wir nicht. Denn die kennen wir ja nicht. Also es ist standardmäßig immer letztlich der gleiche Ablauf. Naja, was hatten wir noch gemacht in der Vorlesung? Wir hatten uns auch Anteilswerte angeschaut. Das waren statistische Experimente, wo wir in dem Sinne bei der Umfrage nur Ja-Nein-Antworten kriegen, die wir dann mit den Größen 0, 1 bewerten können. Das ist also unsere Bernoulli-Experimente. Wir haben also jetzt eine Zufallsvariable, die nur die Werte 0, 1 ergeben kann. Wir zählen also jetzt in unserer Umfrage einfach zum Beispiel die Ja-Antworten. 100 Leute befragt, 72%. 72 geben Ja an, dann kriegen wir aus unserer Stichprobe eben den Anteil der Erfolge. Ja-Antworten wären dann 72%.
Da hatte ich Ihnen schon gesagt, naja, das ist letztlich nur ein Spezialfall von unserer Mittelwertbildung gemäß des arithmetischen Mittels, denn wir summieren dort eben dann eben die 72 mal 1 plus 28 mal 0. Das wäre unser Mittelwert für die Abschätzung unseres Erwartungswerts μ. Das Ganze kann man auch wiederum mit der Normalverteilung approximieren, wenn gilt, dass wir n mal der Erfolgswahrscheinlichkeit mal der Gegenwahrscheinlichkeit größer gleich 9 haben. Das ist in etwa die Übersetzung dessen, wo wir gesagt haben, wir müssen ansonsten eine Stichprobengröße n größer als 30 haben, als wir im Allgemeinen den Mittelwert betrachtet haben. Naja, ansonsten läuft alles gleich ab. Hier hatten wir vorhin x quer stehen. Das ist jetzt aber gerade unsere Erfolgswahrscheinlichkeit, die wir haben. 72% ist nichts anderes als 72 mal 1 plus 0 mal 28 geteilt durch 100, das arithmetische Mittel. Für die Varianz der Binomialverteilung wissen wir aber, das ist nichts anderes als Pi mal 1 minus Pi. Blättern Sie da zurück, da hatten wir die Wahrscheinlichkeit, hatten wir genannt P mal 1 minus P. Das heißt, das hier ist gerade die Varianz bei der Binomialverteilung. Und wir teilen wieder durch Wurzel n. Ist also letztlich die exakt gleiche Formel. Naja, machen wir dann dafür auch ein Beispiel. Im Vorfeld der Wahl in Großbritannien wollen wir abschätzen, wie viel werden denn dort für die liberale Partei stimmen. Das ist vielleicht gar nicht so sehr bekannt, weil wir da häufig nur Labour-Partei und die Konservativen hören. Es gibt aber tatsächlich einen relevanten Prozentsatz in Großbritannien, der in dem Sinne unserer FDP entspricht. Warum haben die in Großbritannien keine Bedeutung oder eine nur sehr untergeordnete? Das hängt mit deren Wahlsystem zusammen. Wir haben ein Wahlsystem, wo wir sagen, wir sammeln alle Stimmen zusammen und wenn dann eine Partei mehr als 5% hat, dann zieht sie in den Bundestag ein und kriegt eine Sitzanzahl anteilig ihres Prozentsatzes von meinetwegen 6,7%. Wenn Sie an die Bundestagswahl denken, dann haben Sie da aber zwei Stimmen und die Erststimme, die geben Sie Ihrem Wahlkreisabgeordneten oder der Abgeordneten. Und in den USA, in Großbritannien gibt es im Wahlsystem nur diese Wahlkreisabstimmung. Das heißt, es ziehen ins Unterhaus nur die Menschen ein, die die meisten Stimmen in ihrem Wahlkreis erhalten haben. Naja, und jetzt habe ich Ihnen hier 96% von 1200 in der Stichprobe. Das ist auch so ungefähr der Anteil, 4, 5, 6, 7% oder so etwas. Hat diese Partei und damit hat die so gut wie keine Chance, irgend solch eines Äquivalent zu uns Direktmandat zu erlangen. Das nur zur Erklärung des Ganzen. Jetzt wollen wir aber abschätzen, mit 95% Wahrscheinlichkeit,
aufgrund unserer Stichprobe. Wir haben 1200 Leute befragt. 96 davon haben gesagt, sie würden diese liberale Partei wählen. Überdecken wir den tatsächlichen Anteil der Leute, die bereit sind, diese Partei zu wählen? Was brauchen wir dafür? Klauen wir uns wieder das hier oben. PIDAG, die geschätzte Erfolgswahrscheinlichkeit. Die ist wie hoch? Wie viele Leute haben geantwortet, dass sie die Partei wählen? 96. Und wie kriegen wir dann die Wahrscheinlichkeit? Na, wie viel Prozent haben gesagt, dass sie die Partei wählen würden? Von 1200, also 96 durch 1200. Na, 96 ist auch durch 12 teilbar. Da kommt 8 heraus, also kriegen wir da 8%. Was ist unser Z-Wert? Konfidenzlevel von 95%. Wir legen die Normalverteilung zugrunde. Was war dann nochmal Z? Gehen wir in das Bild hier zurück. Da haben wir unsere 1,96 wieder. Das heißt Z gleich 1,96 und kriegen dann Theta U gleich 8% minus 1,96 mal die Wurzel aus 0,08 mal 1 minus 0,08 geteilt durch Wurzel aus 1200 und Theta O 8% plus 1,96 Wurzel aus 0,08 mal 0,92 geteilt durch 1200. Und das ist jeweils plus minus 1,5%. Das heißt, um das auch wieder bildlich zu machen, das sind unsere 8% und wir kriegen hier unsere 8, 5 und 9% und das wären unsere 95%. Dann wollen wir noch als letztes eine weitere Betrachtung für Konfidenzintervalle uns anschauen. Und zwar ist es häufig der Fall, dass wir die Varianz nicht kennen. Also, wir betrachten jetzt als die Zufallsvariable unsere Varianz. Gegeben
Unsere Zufallsvariable ist normal verteilt. Das heißt, unsere Zufallsvariable selbst ist normal verteilt. Dann können wir mittlere quadratische Abweichung aufsummiert, ist die Varianz, ist dann selbst eine Zufallsvariable. Dann ist die Varianz selbst eine Zufallsvariable. Die ist allerdings jetzt nicht mehr normal verteilt. Das ist ja sowas wie x1 minus μ in Klammern zum Quadrat plus x2 minus μ in Klammern zum Quadrat und so weiter. Von der können wir aber sagen, dass die chi Quadrat verteilt ist. Das ist also der griechische Buchstabe dafür. Und auch diese Verteilung ist wiederum von der Stichprobengröße abhängig. Und die Größe ist dann chi Quadrat verteilt mit n minus 1 mal unsere empirische Varianz. Und das ist die wahre Varianz. Diese Verteilung ist leider nicht symmetrisch. Das heißt, wir können jetzt sagen, wenn wir ein Konfidenzlevel von 95% vorgeben, dass dann unsere Variable y in dem chi Quadrat verteilten Intervall der unteren Grenze, hier müssen Sie jetzt aufpassen, steht dann eben 2,5% und hier oben steht 97,5%. Und für beide kriegen wir jetzt eben nicht eine symmetrische Verteilung plus minus, wie wir es bei der T- und bei der Normalverteilung hatten. Das Ganze können wir dann übersetzen, indem wir das von hier oben umformen, dass die Varianz in dem Konfidenzintervall liegt n minus 1 mal unsere gemessene Varianz geteilt durch den zugehörigen Parameter aus der Chi-Quadrat-Verteilung. Da habe ich Ihnen eben schon gesagt, dass das ganze Ding nicht symmetrisch verteilt ist. Und ich habe Ihnen hier mal ein paar Verteilungen mit angegeben für n gleich 1, 4, 8 und 12. Und hier sehen Sie insbesondere bei n gleich 12 sehen Sie auch schon wieder zwar flach, aber auch das nähert sich dann wieder langsam der Normalverteilung an. Auch hier die böse tatsächliche Formel für die Verteilungsfunktion hat einen Erwartungswert von n und eine Varianz von 2n. Wann benutzen wir das Ganze? Häufig eben, wenn wir das Konfidenzintervall für eine Varianz bestimmen wollen. Ich weiß nicht, ob Sie in Projektarbeiten oder in anderen schon mal einen Chi-Quadrat Anpassungstest gemacht haben. Da muss man dann die Chi-Quadrat-Verteilung häufig zugrunde legen und dem Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest.
Und da will ich auf den Anfang der Vorlesung schon verweisen. Das werden wir später dann auch nochmal machen bei unseren Kontingenztabellen. Da haben wir ja bisher immer nur deskriptiv gesagt. Naja, wir gucken, ob die empirischen Wahrscheinlichkeiten mit der theoretischen Wahrscheinlichkeit übereinstimmt. Ja, nein. Und jetzt, wir werden ja in der Praxis tatsächlich nie eine Übereinstimmung finden oder nur mit sehr, sehr kleiner Wahrscheinlichkeit zwischen theoretischer und empirischer Wahrscheinlichkeit, bei empirischer und theoretischer Wahrscheinlichkeit. Und wir wollen jetzt hier eben genauso fragen, wenn wir dort ein bisschen abweichen, liegt diese Abweichung in dem Sinne noch zu 95% Wahrscheinlichkeit bei der Aussage, dass wir weiterhin sagen können, unsere beiden Variablen, unsere beiden Merkmale sind unabhängig voneinander. Erinnern Sie sich, wir hatten da das Beispiel Größe und Geschlecht als zwei Merkmale genommen und dafür wollen wir dann eben auch eine Wahrscheinlichkeitsaussage machen. Ja, das schaffen wir noch. Machen wir noch ein Rechenbeispiel dazu. Also, wir haben eine alte Elektronikfirma und die hat in den letzten 19 Jahren, das wäre dann also unser N, Profite von 15 US-Dollar erwirtschaftet. Allerdings, das Ganze ist volatil und Sie sehen anhand der Standardabweichung von 30 Dollar auch, das kann auch mal im Negativen gewesen sein. Das heißt, wir haben Profite von 15 plus minus 30 US-Dollar. Jetzt wollen wir fragen, wie groß ist das Konfidenzintervall zu 95% für die unbekannte Varianz? Wir haben ja hier nur einen Schätzer dafür. Das heißt, in welchem Intervall liegt die tatsächliche Varianz zu einem Konfidenzlevel von 95%? Ja, und nicht überraschend, klaue ich mir noch mal hier unten die Formel. Ja, passt auch da oben hin. Und wir brauchen auch noch die Chi-Quadrat-Verteilung. Ups, nicht. Gehen dafür wieder in unsere Tabellen. Da sind wir. Chi-Quadrat-Verteilung. 19 Jahre haben wir gehabt. N minus 1 brauchen wir wieder. Dann zu 95%. Das heißt, wie sieht das Ganze anschaulich aus? Was wir brauchen, ist jetzt eben die Grenze hier und die Grenze hier oben. Und das müssen 2,5% sein.
Und das müssen 2,5% sein. In der Tabelle, wo müssen wir dann nachgucken? Wir haben 19 Jahre, n Freiheitsgrade. Das heißt, wir müssen bei 18 nachschauen. Wenn das 2,5 sind, Prozent sind, sind das also 0,0025 und kriegen dafür dann hier den Wert 8,23 als untere Grenze. Und wo müssen wir bei der oberen Grenze nachschauen? Da können Sie mir noch mal helfen. Wenn diese rechte Randverteilung Wahrscheinlichkeitsmasse von 2,5% haben soll. Dann? Müssen wir nachschauen bei? Wie viel Wahrscheinlichkeitsmasse hat dann alles links davon? Oben sind 2,5% und dann sind links davon. Genau. Also müssen wir hier oben bei der 0,975 nachgucken und landen dann bei 31. 53. Das merken wir uns. Können dann also sagen, nehmen wir das noch der Vollständigkeit halber hin, chi Quadrat 0,025 18 sind 8,231 und Chi Quadrat 0,975 18 sind, was hatten wir? 31,53. Naja, und das setzen wir jetzt eben oben alles ein und dann kriegen wir IU ist n minus 1, also 18 mal s Quadrat. Wir haben eine Standardabweichung von 30, also 30 ins Quadrat, geteilt durch 31,53. Und die Obergrenze als, ah, das habe ich vorhin immer Theta genannt, hopp, damit wir da konsistent bleiben. 18 mal 30 ins Quadrat geteilt durch 8,231. Und da kommt ungefähr 513 raus. Und da kommt ungefähr 1968 raus. Das heißt, die Varianz ist im Intervall 500 13.968 zum Konfidenzniveau 95% enthalten. Naja, wenn wir uns die Fragestellung hier angucken,
dann sind wir letztlich dann nicht am Intervall für die Varianz praktischerweise interessiert, sondern wo ist die Standardverteilung? Die Standardabweichung verteilt. Das heißt, damit ergibt sich für die Standardabweichung ein Intervall von Wurzel aus 513 und Wurzel aus 1968. Und das wird dann zu ungefähr 22,7 44,4. Das heißt, anhand unserer Daten, wo wir plus minus 30 US-Dollar ausgerechnet haben, da wissen wir, dass diese Breite von plus minus 30 US-Dollar gemäß unserer Daten selbst nochmal schwanken kann zwischen 22,7 und 44,4. Okay, so viel mal zu den Konfidenzintervallen.